Willkommen zurück in der Welt von 4. Und die letzte Episode war ein Livestream. Anderthalbstündiger Livestream, in dem wir einiges erlebt haben in 4. Und wir werden jetzt unseren Upoauten-Trupp, der mittlerweile aus 10 Leuten besteht, zum Gehängten führen. Wir haben zuallererst die Leiche des Gehängten hier unten gefunden, haben sie begraben, wir haben mit ihm geredet. Und jetzt gehen wir hier noch zu dem nächsten Missionspunkt des Gehängten. Und versuchen ihn zu befreien, versuchen den Fluch zu lösen und parallel dazu halt auch eben die Leute, die in dem Nebeldorf sind und die von diesem Fluch des Gehängten betroffen sind, zu heilen. Und wir gehen jetzt erstmal direkt in den taktischen Kampf. Falls ihr euch wundert, Tokyo Xanadu X Plus wäre normalerweise jetzt am Dienstag und dann auch wiederum am Donnerstag und am Sonntag am Start, beziehungsweise Dienstag, Freitag und am Sonntag. Aber ich habe dieses Projekt, also Tokyo Xanadu X Plus, ausgesetzt, weil es zu stark mit Xenoblade Chronicles 2 kollidiert. Sie sind von der Art und Weise, wie sie sich spielen, in mancherlei Hinsicht sehr ähnlich. Deswegen wird Xenoblade Chronicles 2 wird als Projekt bleiben auf den Sendetagen, wie ihr sie auch schon in der Beschreibung habt und wie es auch bisher auch die ganze Zeit schon lief. Und es wird aber ein neues Spiel hinzukommen. Das dauert noch ein paar Tage, aber dann wird diese Lücke gefüllt. Und solange füllt 4 The Awakening diese Lücke, hat ja bisher nur einen Sendeplatz von Mittwoch drin. Und ja, da ich 4 ohnehin ununterbrochen spiele, können wir das genauso nutzen, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Und ja, nur für euch zur Info. Und ich hoffe jetzt, dass der Gegenangriff hier ausgespielt wird. Ah, leider nicht. Wird zwar ausgespielt, aber er haut die Offensivkarte nicht raus. Gegentaktik auch nicht. Okay. War schon mal eine schöne, dicke Verschwendung gleich zu Beginn der Episode. Das ist zum Glück nur ein taktischer Kampf. Aber ja, gut ist anders. 8-7. Naja, wir geben unser Bestes. Verwirren können wir auch noch. Von daher, ein bisschen werden wir was reißen. Na, gute Rüstwerte. 8, 7, 15, 30. Zwei Runden steht er nicht durch, es sei denn... 15, 8, 23, 5 würde nicht reichen. Ich könnte ihn stark machen, also richtig stark. Das machen wir auch. Genau, wir können erstmal ruhig vorstoßen. Wir sind erstmal eine Runde lang betäubt. Zwei Karten können wir erstmal direkt ausspielen. 10 Verteidigung versus 8, wobei es wird wahrscheinlich nicht zu den 8 kommen. Es hängt davon ab, in welche Richtung Shesol angreift. Ja, ansonsten die drei hier haben alle drei niedrige Werte. Ich werde definitiv auch noch jemanden vorstoßen lassen müssen. Verbündeten unterstützen nutze ich nicht, das wäre Verschwendung, er hat nur einen Rüstwert von 5. Er wäre dann kurzfristig zwar sehr viel stärker mit 12, würde die Karte aber gar nicht in der ersten Runde legen. Gegebenenfalls in der zweiten, wenn dann Jutrova überhaupt noch steht. Deswegen lasse ich ihn vorstoßen. Und dann boosten wir nochmal kurz seine Defense. Und jetzt kommt noch der Rest dazu, sollte eigentlich reichen. Betone, die doch sollte. Und ich fühle mich auch irgendwie gar nicht fit. Also ich glaube, ich werde krank. Aber ja, das sollten wir trotzdem noch irgendwie gebacken kriegen jetzt erstmal. Und wenn nicht, ist es nur eine taktische Herausforderung.
Und ich habe irgendwie, obwohl wir schon über hunderte von Runden haben, also 150 oder so, dass wir noch weit entfernt sind, auch vom DLC vor allem, Return of the Giants. Ich glaube, der DLC spielt dann erst nach der, in Anführungszeichen, Hauptstory, in Anführungszeichen deshalb, weil ich nicht genau weiß, wie es aufgebaut ist. Ob der DLC sich tatsächlich anschließt oder ob er sich einfach irgendwie integriert, chronologisch. Aber das werden wir aber, denke ich, noch früh genug oder in einigen Hunderten von Runden feststellen. Ich meine gelesen zu haben an der Steam-Foren, dass einer das Spiel in 700 Runden durchgeschafft hat. Da haben wir also noch einiges vor uns. So 9, 8, 3, 11, 2, ja gut, alles kein Problem. Taktische Werk von 6. Brauchen wir zwar nicht, aber es lässt mich einfach besser fühlen. Ich kann dann besser schlafen, wenn ich das mache. Ihr wart siegreich. Gut, obwohl wir es ein bisschen verhunzt hatten, hätte man intelligenter anfangen können, aber es passt noch. So, die sind mittlerweile zu schwer. Es gibt Abzug auf die Bewegungspunkte. Deswegen müssen wir erstmal damit umgehen. Ja, vieles nicht. Und Verschwendung ist auch keine. Wir kriegen ja Mats raus. Und ich habe zuletzt bereits schon Rüstungschecks gemacht. Von daher habe ich jetzt nicht die Sorge, dass irgendjemand vielleicht irgendwie eine gewisse Ausrüstung oder Waffe jetzt dann verpasst dadurch. Aber mal sehen, ob wir überhaupt noch den Platz da reinkriegen. 120. Das Ding ist, kommt natürlich auch Materialien wieder bei raus und die Materialien wiegen auch wieder was. Aber so allmählich. Ich glaube, es ist sinnvoller, wir gehen. Wir schicken den Rest jetzt ins Nebeldorf plus Materialien. Runde 177. Ganzen Mats rüber. Um alles nicht. Nahrung behalten wir, damit wir uns, sobald wir das nächste Mal gegen Mokosch, unsere Göttin, kämpfen, dass wir uns dann quasi den Bonus der verschiedenen Nahrung dann mitnehmen können. Und was ich damit meine, ist das hier. Verschiedene Nahrungsmittel und je mehr verschiedene Nahrungsmittel wir haben, umso mehr Boni nehmen wir mit, die dann auf die gesamte Truppe wirken. Und das hebe ich mir auch für Mokosch, die unten auf uns wartet. Wo wir schon zweimal kläglich gescheitert sind, weil sie einfach übermächtig ist. Gut, sie ist nun mal unsere Göttin. Was anderes erwarten wir natürlich nicht von ihr, aber das nächste Mal sind wir, ich glaube, drei Mann mehr. Das letzte Mal war ich, glaube ich, zu siebt. Plus wir werden diesen Buff oder diesen Bonus nutzen, den wir durch die verschiedenen Nahrungsarten bekommen. Ein Skelett und drei Zerbrochene. Ja, direkt im physischen Kampf sind wir gut. Wir sollten die zwar nicht unterschätzen, aber ich mache mir da jetzt keine größeren Sorgen.
Klasse und direkt Initiative noch, aber er würde noch stehen. Jetzt teste ich mal was, was ich schon mal die ganze Zeit testen wollte. Was passiert, wenn ich jemand mit einer Stichwaffe vorstoßen lasse, dann ist sie auch erstmal betäubt. Aber ich glaube, er kriegt trotzdem die 8 abgezogen, die Hälfte des Schadens. Yes, tatsächlich. Nach 177 Runden kommt mir diese Erkenntnis. Das ist aber kein Armutszeugnis, im Gegenteil, es ist eher ein Beispiel dessen, wie tief taktisch auch Fear the Awakening ist. Und es gibt viele Dinge, die auch Fragen, die mir erst weit später kamen, weil mein Wissen über die Art und Weise, wie hier gekämpft wird, ja natürlich ganz anders ist mittlerweile. So. Wir brauchen eigentlich nicht vorstoßen lassen. Sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Wie üblich will ich gucken, dass keiner verwundet rausgeht. Damit wir nicht lagern müssen und uns das dann aufhält. Und ja, ich denke, das kriegen wir hin. Wir haben sehr gute taktische Karten in der physischen Herausforderung. Und können die Gegner erstmal ein bisschen gerade ausnocken. Zumindest für eine Runde. Das kriegen wir bei allen hin. Ja, noch niedrige taktisch-defensiv-Werte. Fehlt das Gehirn. Ohne Brain keine hohen taktischen Defensivwerte. Okay. Ja, ansonsten sieht eigentlich alles gut aus. Ich lasse Bretgar noch raus. Und dann sollte das eigentlich relativ schnell gegessen sein. Weiter geht's zum Gehängten. Ihr findet die Stadt, die auf der Karte des Gehängten markiert ist. Es war jedoch optimistisch davon auszugehen, dass es in der Nähe eures Dorfes noch irgendeine Ansiedlung geben würde. Ihr findet die Ruinen einer Stadt, vor allem jedoch einen großen Friedhof. Der Geist taucht neben einem der Grabmäler auf. Er nimmt erneut seine wahre Gestalt an. Er greift in den Boden, zieht einen weiteren Geist heraus, der die Gestalt eines jungen Mädchens hat. Die beiden Geister umarmen sich. Er dreht sich zu euch. Ihr habt mir meinen Frieden gegeben und daher werde ich euch all meine Macht auf euch übertragen und euch von dem Fluch befreien, der euer Volk quält. Nun gut, danke. Ihr könnt also auch unseren Fluch aufheben. Okay. Oder ist das eure Tochter? Seid ihr denn nicht traurig darüber, dass sie... Ihr wisst schon. Nee. Offensichtlich ist er nicht traurig. Wunderbar, Fluch geheilt und sie haben noch einen Segen mitgenommen. Segen der Attraktivität. Klasse. Und ich würde jetzt just for fun, wenn ich die jetzt hier einmal rumlaufen lassen. Nur ein Stück in die Richtung, weil ich hier noch überhaupt nichts erkundet habe. Und vielleicht finden wir hier an dieser... in diesem Bereich den abnormen Bruder des kosmischen Baumes. Wer weiß. Das ist nämlich noch eine weitere Quest hier beim kosmischen Baum. Und nochmal die göttliche Quest, wo wir eben gegen Mokosch, unsere Göttin, kämpfen müssen. Warum auch immer sie. Sie ist auf uns erzürnt. Warum auch immer. Wir sind es keine Schuld bewusst, aber ja. Göttinnen. So, die Lage hier ist gut. Wir haben ja noch einen Navoya. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Das war Nachwuchs. Ist Kriegerin, wie man sieht. Und müsste ich auch mal auf ausrüsten. Damit sie da nicht so ja, nackt rumrennt. Wunderbar, sie kann Beehänder in einer Hand tragen. Perfekt.
Konzentration können wir noch reinpacken. Und ansonsten haben wir keinen Armbrust, nichts da auch hier. So, da geht noch ein bisschen was. Und eine Rüstung. Oh, das kann sie nicht tragen. Ja, dann doch lieber die Rüstung. Fernkampfschaden brauchen sie eigentlich relativ selten. Ah, stimmt, da oben ist auch noch die Mithril-Mine. Na gut, ich kann genauso gut jetzt nach Norden gehen und da versuchen, den kosmischen Baum zu finden. Denn wir wissen nicht, wo er ist und der kosmische Baum selbst redet erst mit uns, wenn er, naja, wenn wir seinen Bruder gefunden haben. Da bist du mal ganz außen rum. Das ist ja böse. Hier auch. Das ist natürlich unschön. Dann laufen wir doch nochmal ein Stück nach unten. Skelettgruft. Ja, super. Das sieht alles nicht so gut aus. Wir probieren es jetzt mit Mokosch. Das heißt, ich gehe jetzt zum Dorf. Ich werde sie nochmal mit Nahrung entdecken, damit sie nicht campen müssen, lagern, selbst sammeln müssen. Und ja, im Grunde genommen liegt es in gewisser Art und Weise eh auf dem Weg. Schade, dass wir denen nicht das Ziel vorgeben können und sie dann pro Runde dann immer weiterlaufen. So eins der wenigen Dinge, die so nicht ganz sauber sind, aber gut. Ihr stoßt auf die Überreste einer sehr alten Grabstätte. Ihr findet große Grabsteine und baufällige Krypten, allesamt aus soliden Granit hergestellt. Dieser Ort muss wohl von einem Erdbeben oder einer anderen gewaltigen Kraft verwüstet worden sein, was jedoch bedeutet, dass ihr den Granit ganz einfach plündern könnt. Ne, wir lassen es einfach. Das hätte eh in einem Kampf gemündet und wir haben jetzt einen Plan. Wir wollen zu Mokosch. Und ja, wir haben nur für 2 Runden Nahrung. Das reicht für 10 Leute sowieso nicht. Und das machen wir jetzt. Und in der nächsten Episode, da werden wir uns direkt dann mit Mokosch befassen, hier in der göttlichen Quest. Wäre Anlauf Nummer 3. Dieses Mal sind wir einige stärker, besser ausgerüstet, haben mehr Leute als vorher und können dann noch die verschiedenen Nahrungsmittel als Bufffood verwenden. Es kann eigentlich nicht schief gehen. Bis zur nächsten Episode. Ich hoffe, ihr seid dabei bei Fear the Awakening. Es würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.